Beachte. Schön, Leute. Hör zu. Was ist denn? Die Verträge. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Die Verträge habe ich bei mir. Okay, schon gut. Mr. Manz, ich will gleich zur Sache kommen. Wir haben die Verträge. Mrs. Devoto hat sie uns ausgehändigt. Sie sind absolut wertlos. Ach, wirklich? Wieso denn? Das Cordoza-Regime hat gestern den Auftrag storniert. Hören Sie, ich weiß nicht, auf welche Art und Weise Sie verhandeln. Ich will es auch gar nicht wissen. Was wir in Jahren nicht erreicht haben, schaffen Sie in einigen Tagen. Schaffen Sie es nochmal für uns. Mrs. Devoto hat uns viel über Sie erzählt. Insbesondere über Ihr gutes Verhältnis zur Cordoza-Familie. Ich habe ihm auch von Ihrem Panzergeschäft mit dem Sudan erzählt. Dem Verkauf von U-Booten an Honduras, der Lieferung von schwerer Artillerie an Rhodesien. General Cordoza wird morgen in die Stadt kommen. Und ab Mittwoch wird zumindest jeder größere Waffenhersteller der Welt und jeder wichtige Aufkäufer aus 55 Ländern auf der West Coast Waffenschau sein. Ich will, dass der Peacemaker verkauft ist, bevor die Schau zu Ende ist. Und wenn Ihnen das gelingt, bedenken Sie die Folgen. Sie brächten damit Brot auf den Tisch von 20.000 Familien, die bei Lackab arbeiten. Plus 10.000 Familien, die für Zulieferer tätig sind. Dieser eine Verkauf würde Arbeit und Wohlstand bedeuten. Eine Oase der Beschäftigung. Das ist nicht einfach nur ein Verkauf. Das ist ein Kampf für den Lebensunterhalt Ihrer Gemeinschaft und Ihres Landes. Das ist eine teuflische Verantwortung. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie ein Teufelskerl sind. Das springt für mich raus.